gibt die textile Mund-Nasen-Bedeckung, auch Community-Maske genannt. Dann gibt es den klassischen Mund-Nasen-Schutz, der auch als OP-Schutz bekannt ist. Und dann gibt es die filtrierenden Halbmasken, die FFP2-Maske und die FFP3-Maske, sowohl mit als auch ohne Ausatemventil. Also alle Masken werden grundsätzlich getragen, um die Erregerübertragung zu minimieren, vor allen Dingen, wenn die Leute selber noch gar keine Krankheitszeichen haben. Auch da können ja schon Übertragungen stattfinden. Und dann ist es gut, wenn die Leute sich eben möglichst gegenseitig schützen, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Dabei reicht im Alltag, wenn man sich zum Beispiel im Supermarkt näher kommt oder in anderen Alltagssituationen, die textile Mund-Nasen-Bedeckung aus. Der chirurgische Mundschutz und auch die Halbmasken sollten dem professionellen Bereich vorbehalten bleiben, wo eben Risiko- und Hochrisikogruppen auf engem Raum von verschiedenen Kräften gepflegt und versorgt werden, sodass da tatsächlich eben der höhere Schutz notwendig ist. Die textile Mund-Nasen-Bedeckung hat keine normierte Rückhaltewirkung. Das hängt halt von der Stoffbeschaffenheit ab. Aber man kann sich schon vorstellen, dass diese physikalische Barriere größere Tröpfchen zurückhält. Und deshalb ist sie eben auch im Alltagseinsatz durchaus geeignet, um eben einen Schutz zu bieten. Der chirurgische Mund-Nasen-Schutz wird zurzeit in allen stationären Einrichtungen, sowohl Altenheimen als auch Krankenhäusern, grundsätzlich getragen von allem Personal, um eben auch gerade bei Personal und Patienten, die noch nicht sichtbar erkrankt sind, eben eine Schutzwirkung vor Übertragungen zu bieten. In der Pflege und Versorgung von Covid-positiven Patienten werden vorzugsweise die Halbmasken FFP2 und FFP3 eingesetzt, wobei man darauf achten muss, es gibt diese Masken sowohl mit als auch ohne Ausatemventil, dass die Masken mit dem Ausatemventil nur einen Eigenschutz bieten, keinerlei Fremdschutz, sodass man die auf keinen Fall einem Covid-positiven Patienten aufsetzen darf. Also beachten muss man auf jeden Fall, dass man sich nicht beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in falscher Sicherheit wiegt, dass man die anderen Hygieneregeln, die es eben außerdem gibt, noch einhält, möglichst Abstand halten, sich häufig die Hände waschen. Und es ist auch wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass das Maskenmaterial sowohl an der Außen- als auch an der Innenseite mit Erregern behaftet sein kann, sodass man die am besten nicht unter das Kinn zieht und danach wieder raufzieht, weil man dann die Haut auch mit diesen Erregern in Verbindung bringt und dass man sich auch vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen die Hände gründlich wäscht, um eben da zu verhindern, dass man dann Erreger überträgt. Wichtig ist es auch, nicht auf den Stoff der Maske zu fassen beim An- und Aussetzen, sondern dass man dann diese Maske an den Gummis oder an den Haltebändern anfasst. Eine Maske braucht man sicherlich nicht aufsetzen, wenn man alleine im Auto unterwegs ist oder mit den Mitgliedern des eigenen Haushaltes oder wenn man sich alleine in der freien Natur bewegt, weil dann eigentlich keine Übertragungsgefahr da ist. Also es ist wichtig, darauf zu achten, dass man die textilen Mund-Nasen-Bedeckungen täglich wechselt, mindestens. Oder eben, wenn sie aufgrund von viel Sprechen oder Husten eben nass geworden sind, dann bieten sie nämlich keinen ausreichenden Schutz mehr. Man kann diese Masken waschen oder reinigen, indem man sie in die ganz normale Haushaltswäsche bei mindestens 60 Grad wäscht, am besten noch bei 95 Grad. Man kann sie aber auch in einem Topf ganz normal auf dem Herd auskochen über 10 Minuten oder man kann sie bei mindestens 70 bis 80 Grad im Trockner für 30 Minuten trocknen. Das ist die Temperatur, die ist dann auch so hoch, dass die Erreger abgetötet sind. Das Tragen von Einmalhandschuhen ist außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen definitiv nicht sinnvoll. Im Alltag gibt es nur das Gefühl einer falschen Sicherheit, weil man meint, man wäre geschützt und deshalb eben die Regeln der Händehygiene, vor allen Dingen das häufige Händewaschen, was gerade im Moment besonders wichtig ist, eben nicht durchgeführt wird. Man sieht auch ganz häufig, dass Personen, die einmal Handschuhe tragen, dann damit sich ins Gesicht fassen oder die Haare zurückstreichen, sodass dann eher noch ein höheres Infektionsrisiko besteht. Außerdem begünstigen Einmalhandschuhe, wenn sie häufig und lange getragen werden, durch das feuchtwarme Milieu, was entsteht, das Entstehen von Hautkrankheiten.